Ho, 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 meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren weihnachtlichen Folge The Evil Within. Ja, definitiv. Genau, und im letzten Part sind wir an diesem Gang hier stehen geblieben, haben unserem Kompan die Brille gebracht und danach sind wir getrennt worden. Ja, genau, von diesem Altair. Genau. Und ja, jetzt stehen wir vor der weiteren Aufgabe. Und zwar sollen wir jetzt, ja, unsere Kompanen wieder suchen und da begrüßen uns auch gleich irgendwelche Zombies. Bestimmt alle total lieben, ey. Und vor allem, weil wir haben ja auch so viel Munition. Nicht. Reserve, erstmal nachladen. Ja, was machen wir jetzt? Echt mal eine gute Frage. Den Typen wegschnetzeln. Ja. Oh, noch eine. Komm. Dieses Spiel ist so ein schönes Weihnachtsspiel. Jo, wie viel hält der denn bitte aus? Wir haben gerade Santa Claus getötet. Munition alle. Scheiße. Ja, was macht der denn? Ist der tot? Oh, fuck. C. Gut, der hat glaube ich noch Glibber fallen lassen, der Santa Claus. Ja, stimmt, der Fette. 15.300, wir sollten langsam mal wieder upgraden, wenn wir im nächsten Room sind. Ja. Ja, 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 okay, ja. Okay, was war hier links? Noch einer. Der da. Schön. Jetzt Gehirn und der brennt. Burn. Burn, motherfucker! So. Ui. So, zerschlag das mal. Ups. Erstmal. Okay, dann da drin war ja noch was in diesem Sarg. Genau, hier dann liegt nichts. Noch hier ist nochmal Glibber. Ich versuche die Facecam. Über die Facecam versuche ich noch so Schnee drüber. Den Effekt. Boah, das ist sau chillig. Ich probier's mal. Was ist denn das? Ah, okay. Für die Sniper-Muni. Sehr schön. Okay. Gut, geht's weiter. They see me. Killing. dann wir auch mal die nach. Na, jetzt haben wir ja Zeit dafür, ne? Ja. Was haben wir denn hier gar so? Gar nichts. Doch, wir haben doch einen Blendbolzen. Yeah. Warte, lass mal ein bisschen was herstellen. Wir haben drei Sachen. Oh, stimmt. Ja. Also ich wäre für Explosionsbolzen. Ja, benötigte Teile können wir halt nur einen herstellen. Ja, egal, das ist wert. Ja, jetzt haben wir halt kein Werkzeug mehr, ne? Ja, egal. Juckt. Juckt mich nicht. Da wir werden schon wieder was finden. Ja, hoffe ich doch. Müssen das mit Leben halt. Eine Ratte. Rate. Aha. Da liegt was. Was geht hier an? Oh. Oh, ein Upgrade Room. Nee. Nein. Hey, was war das? Der hat das Bild zerfetzt. Schön. Ja, das Bild zerfetzt. Ja, Teile. Perfekt. Was haben wir da noch? Noch mehr Teile. Warte, können wir jetzt schon was herstellen, theoretisch? Nein. Nee, wir haben zwei nur. Ja doch, den Dings, so einen Harpunenbolzen können wir herstellen. Ja, Harpunenbolzen halt, findet man ja überall, ne? Ja, genau. Ist nicht so geil. Ja komm, lass mal lieber sparen. Blendbolzen? Ja okay, sparen wir. Vielleicht sind ja da drüben auch noch welche. Ja. Und hier gibt's aber nichts. Okay, warte, guck dir mal nochmal das Bild an. Stimmt, das hat eigentlich auch was zu bedeuten. Ah, seht ihr was? Ich nett. Ja, dann gehen wir es dadurch, würde ich sagen, wenn es geht. Ja, das untersuchen. Was hat denn für ein Finger? Sein. Oh, wir haben sogar noch Messer. Stimmt, wir knifen die ja nie, wir messen. Ah, stimmt. Man kommt ja auch nie dazu. Es gibt ja fast keine Sachen, wo man sneaken muss. Also man kommt immer in bei uns gar nicht mehr. Arena-Battle, wo dann sau viele Typen sind. Ja, ich hab auch dieses Steinrelief wurde aus einer Steintür herausgebrochen, wo es scheinbar die Funktion eines Schlüssels hat. Interessant, ja. Ist halt die Frau, es geht auf. Eine Lampe? Haben wir ja selbst eine. Okay. Oh, jetzt können wir es herstellen. Und zwei sogar. Vier sogar. Warte erstmal, machen wir, wenn wir irgendwie in die... Wenn wir von Zombies oder so angegriffen werden. Also wenn wir Alter, für den Bolzen brauchst du 5 Stück. Ja, aber dafür ist es auch geil.
Ja, ist auch schon krass geil. Hast recht. Egal. Ja, hier können wir nicht. Doch, können wir sogar zerstören. Ist nichts drin. Lol, was ist das? Auf dem Tisch da. Ein Tresor. Okay, warte, geh nochmal rechts. Was war das? Warte, das Entschärfen. Warte, das. Na warte, das sieht mir aus, als. Ist das eine Falle? Lol, holy crap. Hä, was ist das? Ein Schlüssel. Ja, aber was da ich drin weiß, ist. Ich nehme meine Schlüssel raus. Irgendwelche Gedärme, die da reingequetscht wurden, sehr, sehr lecker. Ich würde den Schlüssel trotzdem nicht nehmen. Und hier gibt's auch nichts. Auch gar nichts, ey. Aber mal gar nichts. Schade. Ja gut, dann, was war da drüben noch? Hier nichts. Oh, da ist nochmal ein schöner Top. Ein Dokument. Hilfe, das metallische Stampfen, er kommt, ich rechne... Ich renne weg, aber er folgt mir, Gott, Hilfe. So, ja, ein fettes Riesenglas mit 800.000 wäre mir lieber, aber egal. Ja. Gut. Das war eigentlich so das Höchste, was wir bislang nur bekommen haben an Glibber. Glaube ich immer. Oder, ja, 5000. Glibber? Ja, okay, okay. Kontrollpunkt, ja. Ich mag dieses Zeichen. Ja, Mann. Obwohl es viel Obwohl es hier auch schon kommt. Wieder hart unnötig, ne? Ja. Ja, doch, wahrscheinlich kommt gleich wieder irgendwas Beschissenes. Ja, aber ich meine jetzt hier. Achso, ja, da oben. Also das war ja wirklich nicht nötig. Und dafür fehlt es dann an anderen Stellen, ne? So ein Kontrollpunkt. Warte, mach noch die ganzen Sachen kaputt. Oh, stimmt. Und jetzt haben wir auch mal ordentlich was gesammelt. Kältebolzen können wir jetzt herstellen. Ja, und also hier. Hätten wir schon vorhin. Und wir haben jetzt sechs Stück. Fünf brauchen wir für den Kältebolzen. Und, Glibber? Mann, nichts. Was war? Aber ich habe das Gefühl, dass wir jetzt mal ordentlich was gesammelt haben. Ja, auf jeden Fall. Gut. Kältebolzen? Na, fünf Stück haben wir. Wollen wir was machen? Ja. Okay. Oder halt Explosionsbolzen. Haben wir einen. Ja. Also. Oder wir machen einen Explosions- und einen Harpunenbolzen. Kältebolzen ist halt geil. Ja. Die letzten Male hat er uns halt auch wirklich geholfen. Also das Problem ist halt, der Kältebolzen, der macht ja keinen Schaden. Der verlangsamt den halt nur. Aber dafür können wir dann halt mit Scharfschützengewehr, Revolver, alles draufbolzen. Ja. Und da haben wir eigentlich auch genug Munition. Ja. Herstellen. Gut. Gut, da haben wir halt nichts mehr jetzt, ne? Ist ja egal. Und... Gut. Das sieht nach einem Arena-Kampf aus, aber sowas von derbe. Also ich habe gar keinen Bock mehr. Ich meine Kontrollpunkt. Hast du das? Nee, habe ich mir wahrscheinlich eingebildet. Ich meine Kontrollpunkt, dann so behinderter Scheiß hier. So eine Arena halt. Ich habe keinen Bock da runter zu gehen. Ich wette, die kommen dann aus diesem Teil, was da aufgehängt ist. Aus dem Ding kommen sie raus. Ich würde es wetten. Kommen so 50 Milliarden raus. Aber hier ist ein Upgrade-Room, ne? Okay, gehen wir da hin. Wir müssen mal ein bisschen was upgraden, würde ich sagen. Okay, also habe ich es mir nicht eingebildet. Oh, und hier auch nochmal ein bisschen Sabba, Glibber. Und ein Tagebuch. Police! In Liebe begrüßen wir Lily Lynn Castellanos, geboren am Dienstag. Okay, der hat ein Kind. Also ist noch sehr jung. Ui. Also wir haben auch ein Kind. Ja. Das ist natürlich schon mal eine nette Info. Toll! Aber lustig, dass wir das hier finden. Ja. Ja, und passend zur Weihnachtszeit bin ich auch krank. Gehört ja dazu, ne? Ja. Also, natürlich. Eine Weihnachtszeit ohne krank sein, das ist was zu nehmen. Wie Weihnachten ohne den Weihnachtsmann. Du konntest ja gerade was nehmen. Die Zeitung. Katakomben. Habt ihr den irgendwie gesehen? Also den Horrorfilm? Ja. Hast du ihn gesehen? Nee, noch nicht. Ich muss ihn mir mal angucken. Ja gut, ihr könnt euch dann wieder das durchlesen. Ja, und, also das Wesentliche, dass da irgendwelche Katakomben gefunden wurden unter der Kirche, ja. Das Wesentliche, also das Übliche, so was normal ja, ist. So. Haben wir einen Schlüssel? Ja, gerade eben, ne? Gucken wir einfach mal. Können wir nicht rein? Ah doch, ich dachte schon, wir können nicht rein. Ja, ich drücke irgendwie instinktiv immer F. Aber ist auch logischer. Vielleicht kriegen wir nochmal einen fetten
Bonus. Guck mal, was ist denn da noch drin? Da ist noch ein Kälteball. Scheiße, jetzt habe ich... Was zur Hölle? Haben wir den damals... Ja, denn damals hatten wir keinen Platz mehr für den noch. Da war noch einer übrig. Ah, okay. Voll. Ja, erstmal nachladen, würde ich sagen. Junge, jetzt haben wir schon mal ordentlich was. Ja. Also jetzt... Jetzt sind wir wieder gut equipped, ey. Okay. Gut. So. Hallo. Ach ja. Okay, jetzt müssen wir uns mal überlegen, was wir upgraden, weil das ist ja alles schon relativ teuer geworden. Ja, das deswegen. So viel können wir jetzt wahrscheinlich auch nicht machen, ne? 17.500 ist halt schon nicht schlecht. Die Frage ist halt, ob wir mehr für irgendwas ausgeben oder ob wir für ja, andere Sachen nachrüsten. Sachen. Zum Beispiel könnten wir den Explosivbolzen mal richtig... Kennst du? Nee. Ist halt immer nur Radius, ne? Explosivbolzen ist auch nur Radius, oder? Die hohen eine Sprengladung, die hohen Schaden bewirkt, verwundet Gegner in dem Umkreis von 3 Metern, aber der Schaden nimmt bei, mit der Entfernung... Ja, warte, wir gucken erstmal mal hier Fitness. Lebensanzeige unnötig, würde ich jetzt mal sagen. Mit Sprintdauer? Ja, 9000, schon sehr viel. Gehen wir Nahkampf, aber Sprinten ist halt immer wichtig. Ja. Steigert den Schaden geringfügig, wenn Gegner getroffen werden. 6000. Spritzenwirkung? 9000, boah, das ist alles so mega teuer. Aber Spritzenwirkung ist halt schon... Ist gut, ja. Oder wir nehmen... Das ist schwierig. Ich glaube, die Sprintdauer reicht fürs Erste. Oder wir die Lebensanzeige nochmal stärken. Nee, Lebensanzeige, das ist unnötig. Ich meine, macht noch nie richtig voll. Ja, stimmt. Damit. Das war noch nie richtig ausgereizt. Pissi, das wäre auch nochmal ein gutes Ding. Kostet allerdings 12.000 Dings. Glibber. Aha, wer schreibt dir da? Leon. Der gute Leon. Schadensmultiplikator wäre halt auch bös geil. Ja, und kritisch. Erhöht die Wahrscheinlichkeit eines sofortigen Todes von Gegnern durch einen Kopfschuss. Plus 20%. Meine? Das wäre dann plus 20%. Ja, komm, machen wir jetzt einfach, ohne groß zu überlegen. Ja gut, das haben wir schon mal und dann... Fitness vielleicht noch? Ja, aber was da? Ich wäre ja für Sprintdauer. Sprintdauer oder Spritzenwirkung? Spritzenwirkung. Ja. Fehlen uns aber. Können wir aber nicht, scheiße. 500. Ja gut. Nahkampfschaden wird uns noch übrig bleiben oder halt Lebensanzeige. Lebensanzeige haben wir schon gesagt, bringt's einfach nicht. Schadensmultiplikator. Wir sollten vielleicht mal die Feuerrate von irgendwas erhöhen, weil ich glaube, die Gegner werden auch mit der Zeit schneller, weil das ist immer noch auf Stufe 1. Okay. Ja, die werden es nicht ohne Grund da reingepackt haben. Mal bei der Schwarze, weil da ist es, glaube ich, auch ziemlich wichtig, weil die braucht ewig. Gut. Nachladegeschwindigkeit. Ja gut, dann kritisch? Nee. Ja, wir könnten theoretisch noch Nachladegeschwindigkeit. Wollen wir? Machen wir oder wollen wir lieber sparen? Ja, sparen wir lieber. Weil so schnell kommt man nicht mehr hoch. Wenn man ganz alles ausgegeben hat. Ja, ist schon. Machen wir so. Und ja! Junge! Noch ein letztes Mal hier rumgehen, gucken, was es hier so zu finden gibt, aber ich denke, wir haben schon alles aufgesammelt. Ja. Dann gehen wir doch da unten. Aber ich will das nicht machen. Ui. Ui. Ah, da können wir das einsetzen. Ah, jetzt müssen wir die anderen zwei noch finden, oder? Wahrscheinlich. Super. Die sind dann in den jeweils anderen, in den Gängen. Was sind wir, Alter? In welcher verschissenen Welt sind wir? Das können ja eigentlich nur die, keine Ahnung. Das können ja eigentlich nur die Holländer sein. Scherz. Langsam. Falls hier irgendwelche Gammler rumchillen. Alter. Ui.
Falle. Aber mal Alter, was ist das denn? So ein Vollzentrum. Mit solchen Teilen mache ich immer den Weihnachtsteig für die, ja. Für die Plätzchen. Nein, Scherz. Alter, aber was ist das denn? Da wirst du gefesselt? Ja, boah, Alter. Du bist die ganze Zeit durchbohrt, Alter. Du bist wie Teig ausgerollt. Boah, Junge. Alter. Das will man sich eigentlich gar nicht vorstellen, aber schon ziemlich interessant. Ich frage mich, ob sowas wirklich mal gab. Also so eine Foltermöglichkeit. Ja, hier wurden die Leute... Streckbank ist das, oder? Nee. Ja, doch. Streckbank mit... Ja, noch schlimmer. Also mit dem Zeug. Boah, dann wurden sie wahrscheinlich noch mit dem Rücken darüber gespannt und... Alter. Oh Gott. Das muss wehgetan haben. Leute. So. So, dann hier nochmal ein Werkzeugkasten. Alter, das sieht ja echt krank aus, ey. Junge, gebt dir das. Was für Oschis. Aber echt mal. Diese Kakerlake, dieser Speichellecker, ernährt sich von mir und meiner Arbeit. Ich muss noch herausfinden, woher er die Kombination für meinen Safe wusste. Doch dafür ist jetzt keine Zeit. Ich bin so nah dran. Niemand kann mir diese Daten je wieder nehmen. Es sind meine. Meine. Der einzige Weg. Wer auch immer den Safe als nächstes öffnet, sollte bereit sein, den Preis dafür zu zahlen. Meine! Meine! Wer redet da denn immer bitte? Ich weiß gar nicht, wer das ist. I don't know who is it. Oh. Das ist ja voll das gute Versteck für irgendwas anderes gewesen. Ja, oder Alter, falls irgendjemand auf uns zukommen sollte. Falls. Den knockt uns keiner weg. Das wäre gar nicht so unwahrscheinlich, ne? Ja. Weil. Das könnte so ein Buggy sein. 100. Für ein bisschen Buggy. Schienen. Ah! Ja. Nein. Warte. Das sind Schienen. Alter, guck mal dahinter. Ja, das sind. Oh, das sind echt Schienen. Ja, und guck mal hinter dieses Holz. Ganz kurz, warte. Alter, wir sind voll. Voll wie Sau, ja. Guck mal hinter das Holz. Das ist eine Rolle, die auf Schienen läuft mit Zacken. Finde ich nicht so gut. Und wahrscheinlich... Könntest du nicht mehr hier so verstecken. Ja, dann lass uns einfach mal in die Richtung gehen. Würde ich mal sagen, sind wir richtig am Arsch. Zum Glück können wir racen. Oh, Alter. Kommt so ein Jump and Run, wette ich. Alter, hast du das gerade gesehen? Ja. Gut. Junge, Junge. Ja, wäre ich schon wieder reingelatscht, Alter. Was ist das hier, Alter? Meine verfickte Box down. Hier geht's so auf den Sack, ey. Wisst ihr eigentlich? Was ist das jetzt? Tritt die mal mit dem Fuß. Ja, perfekt. Okay. Alter. Okay. Und ja, was müssen wir machen? War da nichts? Irgendwie links oder ja, hier so muss eigentlich was sein, ne? Oder vielleicht schießen auf diese Was denn mit die Ventile, die sehen einfach viel zu ordentlich aus. Also die ist viel zu auffällig einfach. Irgendwas muss man hier machen können. Ja, was muss man hier machen? Oder warte mal, können wir vielleicht die Holzteile am Anfang? Was? Die Holzteile vor diesem Ding am Anfang, können wir die vielleicht wegschießen? Oder wegschießen? Probier das mal. Nee. Nee. Gar nicht. Also ich würde ja da durchklettern, ja, irgendwie, es geht ja bestimmt. Oh, jetzt drücken mir die Kopfhörer mir die Ohren ab. Kann ich. Hä? Gut, was müssen wir machen? Müssen wir vielleicht... Ah, guck mal da. Sieht aus wie ein... Das könnte man klettern, ne? Kann man aber nicht. What the fuck, Leute? Und, ja, ist echt so, what the fuck. Schieß mal auf diese Ventile. Oder auf diese Teile, die Ventile halten. Das da? Ja. Oh. Das hätte ich tatsächlich gedacht. Ja, die Ventile sahen einfach viel... Die Zahnräder sahen einfach viel zu auffällig. Jetzt kommt das Ding und sind...
Da habe ich mich gerade erschreckt. Scheiße. Fuck. Alter, ich wusste irgendwie, dass es kommt, aber ich habe mich voll erschreckt. Oh, Junge, krass. Ja, und wahrscheinlich müssen wir das Ding runter machen, um dann weiter zu können. Weil das ist wahrscheinlich schon mal so eine Ebene. Deswegen müssen wir, wenn wir auf der anderen Seite, also wenn wir noch oben stehen, von da aus schießen. Ja, genau. Ja, wo sind wir denn jetzt schon? Ach, da. Gut. Ach, das... Oh. Nein. Was müssen wir jetzt noch alles machen? Ach du Scheiße. Oh, das haben wir gar nicht gesehen. Hast du das gesehen? Ja, das war vorher noch gar nicht da. Ich guck's mir nachher nochmal in die Aufnahme an, aber das war vorher nicht da. Bin mir auch ziemlich sicher. Bin ich mir 100% sicher. Glibber. Oh, nein, und jetzt nochmal upgraden, oder? Oh nein. Wir haben nicht gespeichert nach dem Upgraden. Oh, wir sind auch Idioten. Scheiße. Wir sind echte Mongos. Machen wir einfach ganz schnell. Wir wissen ja, was wir gemacht haben. Ja, warte nochmal. Hier gucken, hier war aber nichts, ne? Was nee, ist das für eine? Hier war gar nichts. Das ist nur ein Stein. Ach, scheiße. Und jetzt muss der erst eine Pause machen. Diese Ausdauer geht auch so hart auf den Sack, ey. Ist auch nochmal. Glibber nochmal. So, Büchelchen ansammeln hier. Bla bla bla. Ja, klar. So, schnell. Und wir dürfen auch nochmal, wir haben noch einen Schlüssel übrig. Den haben wir auch, ja, auch nochmal. Und dann haben wir den Kältebolzen. Ja! Kältebolzen dürfen wir auch noch herstellen, ne? Wahrscheinlich. Oder weiß nee, den haben wir, den haben wir. Der besorgte Typ also. Oder warte, auch nochmal nehmen. Ja, das nehmen wir auch. So, weiter. Schlüssel. Was mich jetzt mal interessieren würde, du musst noch, nimm noch mal bitte das gleiche Fach. Und mich würde mal interessieren, ob das abgestimmt ist, wo was drin ist, oder ob das immer random ist. Haben wir das hier genommen? Ja, ja, die Kältebolzen. Den Kältebolzen und das links daneben haben wir dann aufgemacht. Was waren da vorhin drin? War das? Das ist unterschiedlich. Vorhin hatten wir Schrotmoni da drin. Warte, dann erst nochmal... Ja. Ja, bis jetzt. Der Sniper ist eigentlich auch hart unnötig. Den kann ich mir nachladen. Gut, ja, nein, wir können nichts machen. Gut, weiter. Ich bin müde, ey. Sorry, Leute. Passiert. Für den Gena. Boah, lecker mehr. Und wir dürfen die Tür wieder aufmachen. Warum macht er die eigentlich immer so mega langsam auf, ey? Das ist die einzige Tür, wo er sagen kann, ey, dahinter ist nichts. Ja, ist auch einfach so. So. Was haben wir jetzt? Also wir hatten... Was haben wir geupgradet? Spritzenwirkung. Ja. Dann Waffen. Hatten wir... Kritisch? Da hatten wir Feuerrate. Weil die noch auf Stufe 1 war. Und dann hatten wir die Feuerrate auch noch bei der Schrot. Genau, und dann hat man fertig mit 6. Okay, stimmt. Genau. Und jetzt müssen wir noch weiter. Und... Was? Das oberste. Der Wächter. Der Wächter. Speichert, perfekt. Hätten wir das dann schon mal. Dann können wir hier wieder abhauen und jetzt ordentlich was machen. Und... Dann setzen wir das ein. Passt. Jingle Bells, Jingle. Ich würde sagen, gehen wir jetzt einfach nochmal ins Rechte, oder? Ja, genau. Da wissen wir wenigstens, was abgeht. Genau. So. Und... Gut. Hier dürfen wir nochmal ein bisschen was an den Kram einsammeln, ne? Nicht, nicht. Ja Leute, wir sind halt einfach blöd. Wieso schießen wir auch da drauf, wenn wir da unten stehen? Das hätte man sich ja eigentlich denken können. Echt mal. Das war ja einfach schon wieder so mega... Junge, 3. 7. Auf einmal. Ja. Warte, haben wir den? Warte,
Ja, Explosionsbolzen. Wollen wir noch was herstellen oder? Können ja, wir auch spontan machen. Können wir auch spontan machen. Ja, genau. Ja. Spontan dann. Oh, so. Auch nochmal ein. Perfekt. 8. Warte. Haben wir das Ding gezogen? Crazy shit. Das hatten wir vorhin gar nicht gezogen. Lol. Ist das ein Aufzug? Mal gucken, dass wir vielleicht unten nochmal... Oder vielleicht auch nicht. Oder was machen wir, wenn wir zu oben... Okay, wir können einfach runterspringen. Okay. Ich dachte schon, wir sind da nach oben gefahren, ja, Alter. Oder dass das Ding uns dann einfach zerquetscht. Ja, gell? Okay. Ja gut, das haben wir uns ja schon mal angehört. Diese Kakerlake. Ja, laufen einfach weiter. Dieser Speichellecker. Diese Kakerlake steht da. Nee, ja. Talk, Bullock. Was passiert, wenn ich jetzt da drunter... Ah, nee. Doch dafür ist jetzt keine Zeit. Ja. Ich bin so nah dran. Hä? Leute, hier noch Munition. Munition, egal. Es sind meine. Ah, es liegt vielleicht daran, dass der Typ noch labert. Einzige ja. Weg, wer auch immer den Safe jetzt als nächstes Munition öffnet, da. Sollte bereit sein, das wäre es jetzt. Nein. Aber wir dürfen nicht in die Falle laufen. Schießen einfach von hier. Achtung. Ich hab gesagt, Achtung. Oh, achso, die Falle. Ja. Fuck, ey, die hab ich schon wieder komplett vergessen. Ich bin ein Idiot. Ja gut, dann halte ich mal. Ah, ja. Ah, ich bin ein Idiot. Also das war jetzt wirklich hart unnötig. Jetzt werden ja Spritzenwirkung verbessert. Und komm. Ja. Ui, und? Theoretisch müsste uns das jetzt hochziehen, ja, und das macht das auch. Aber wir müssen gerade warten. Ah, da geht's. Ah, okay. Ich dachte, da geht's durch diese Kugeln rein, aber wir haben jetzt ungefähr 25 Minuten. Weil ich habe vorhin vergessen, ah, der hat zwei Köpfe. Lecker doch. Oder auch nicht. Oh Mann, diese Nutten. Komm, geh auf, du Fotze, du. Fotze von Tür. Ich glaube, es geht erst auf, wenn der Typ tot ist. Oh, der hat guten Support. Nein! Nee, wir müssen alle wieder vorne machen. Ja, oder wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ja, aber ich hab keinen Bock, das nochmal von vorne zu machen. Mega unnötig. Ja, ich auch nicht. Hoffentlich spawnen wir in diesem... Ja, so wollte ich das sehen. Wir sind mit dem Speicherteil gespawnt. So. Heilige Scheiße. Ui. Ah, das ist aber auch anstrengend hier. Echt mal, ey. Bla 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 bla, überspringen, überspringen. Wollen wir gleich nochmal irgendwas Besonderes für den Typen ausrüsten? Schrotze, falls wir Munition dafür haben. Haben wir doch, oder? Bestimmt. Bestimmt. Nein, haben wir nicht. Geil. Nimm die 45er. Nimm die Desert Eagle. Hier lag nichts. So, den Kram dürfen wir nochmal einsammeln. Yeah. Ha! Die Hauptsache ist, dass wir nicht in die Falle reinlaufen. Ah, Mist. Weil sonst hätten wir nämlich gerade eben uns nochmal heilen können und da hätten wir wahrscheinlich nicht verkackt. Das stimmt. Alles meine Schuld, Jungs. Und Mädels. Ach nö, ach nö. Müssen wir uns das Ding nochmal anhören, nee, theoretisch? Scheiß mal drauf. So. Jetzt pass auf. Ice, ice, baby. Ice, ice, baby. Boah. So. Das wäre einfach mega lame gewesen, wenn du nochmal... Wenn das jetzt so krass... gefuckt hätte. Nein. Mega unnötig. Ich glaube, wir müssen gar nicht genau auf diese Stelle schießen. Ich glaube, es reicht, wenn wir auf die Zahnräder schießen. Ja, vielleicht auch das. Was nehmen wir? Spritzen wir uns nochmal was? Ja, spritze ich einfach was. Schrotz haben wir drei in Reserve. Hey, what the fuck? Wir haben gerade eben, glaube ich, noch was gefunden. Latsch mal nach, latsch mal nach. Der fällt runter. Können wir verbrennen? Das wäre so episch, aber geht leider nicht. Jetzt können wir verbrennen. Was dort? So.
Der war ja schon tot, oder? Ne, der wollte gerade aufstehen. Echt? Lässt er noch irgendwas fallen? Aber der hat gar nicht mehr geschrien. Als wir dann. Egal. Ich glaube schon. Egal. Kontrollpunkt, ja! Ja, gut. Ja, gut. Wollen wir hier Schluss machen oder wollen wir noch das Dings einsammeln? 3 Minuten oder? Später, ja, sammeln noch ein bisschen was. Muss eine Falle sein. Okay. Okay, und mit diesen Worten beenden wir dann auch das Dings, oder? Wir lassen eine positive Wertung da, wenn euch der Part gefallen hat. Und wir sehen uns in Wir wünschen euch frohe Weihnachten. Haut rein, Mann. Lasst euch schön beschenken. Habt ein schönes Fest. Genau, lasst euch schön beschenken. Und wir sehen uns im nächsten Part. Haut rein. Ciao. Willst du? Ach so. Ciao.